Hallo Leute, in meinem heutigen Video geht es um CPU Tray Holder. Das sind diese Teile hier. Und zwar ist das so eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Prozessoren. Ja, ich habe mir vor kurzem so einen CPU Tray Holder für Intel CPUs bestellt. Hier sind jetzt 775er CPUs drin. Und da ich den so genial fand und immer noch finde, habe ich mir auch so einen Tray Holder für AMD CPUs geholt. Weil die kann ich so natürlich besser aufbewahren, als wenn ich die irgendwo in irgendwelche Tüten verpacke und weiß dann nicht mehr, wo die alle sind. Ja, den habe ich als erstes gekriegt, diesen hier. Ich weiß nicht, ob die Hersteller das auch so lagern hier und verpacken. Ich könnte mir vorstellen, dass die PC-Hardware-Händler da draußen solche Tray-CPUs auch auf solchen Tray-Holdern bekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die auch so in ESD-Tüte hier verpackt sind oder wie die genau verpackt sind, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, so kann man es ja machen, ne? Das hat auch gerade noch hier so reingepasst in die ESD-Tüte, also ich bin echt begeistert. Ja, ESD-Tüte drum, da kann eigentlich nichts passieren. Ja, und zwar passen hier 21 Intel CPUs rein, also für die Sockel 775, auch die 1105er CPUs passen rein. Bei 1366 bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Die 2011er CPUs und die 2066er CPUs passen hingegen aber nicht. Naja, jedenfalls, wie man sieht, ich habe hier zahlreiche Sockel 775er CPUs schon hier in den Tray gelegt, also hier reingelegt. Findet ihr den Fehler? Ja, wer hat sie entdeckt? Diese CPU hier passt nicht so recht ins Bild. Das ist auch keine Sockel 775 CPU, sondern ich zeige euch das mal. Das ist eine Sockel 1156 CPU und zwar das billigste vom billigsten sozusagen, ein Intel Pentium. Ja, wenn die Kamera das... Ah, jetzt. Der G6950. Das ist ein reiner Dual-Core ohne Hyper-Threading und der taktet auch nur mit standardmäßig 2,8 GHz. Das ist, glaube ich, die langsamste Sockel 1156 CPU. Ich glaube, schlimmer geht's auch gar nicht mehr. Aber ich denke mal, den kann man auch übertakten per Frontside-Bus-Tuning. Ja, sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Entschuldigung. Ansonsten sind das hier alles Sockel 775 CPUs, was ich halt so von meinen Zuschauern bekommen habe, durch Hardware-Pakete und so weiter und so fort. Aber nicht alles, sondern hier ist ein Intel Core 2 Quad Q6600, den habe ich zusammen mit einem ASRock 4-Core Dual SATA 2 Mainboard für unglaublich günstige 20 Euro bei eBay gekauft. Ja, das hier sind beides Quad-Core CPUs. Dann habe ich hier so Pentium 4 und Intel Celeron CPUs. Und das sind hier Intel Pentium Dual Cores und Intel Core 2 Duos. Genau. Hier ist zum Beispiel ein Intel Core 2 Duo E6750. Aber die gehe ich jetzt nicht alle mit euch durch. Mal schauen, ob ich das so zeigen kann hier. Okay, der ist schlecht erkennbar. Und wie gesagt, das ist dieser spezielle. Das ist der Q9400 und hier der Q6600. Ja, und hier passen bis zu 21 Intel-CPUs rein. Gut, packe ich das Ganze mal wieder hier in ESD-Tüte. Ich denke mal, da sind die auch gut aufbewahrt dann. Ja, ihr seht, wie viele ich von den Dingern schon habe. Und bevor ich die alle so einzeln eintüte, jetzt geht das Ding hier nicht mal rein. Das gibt's doch nicht. Vorhin ging es noch. So, jetzt. Also bevor ich die einzeln eintüte, ich weiß nicht, ist dann doch etwas unübersichtlich. Und ich finde das einfach so schick hier, wie die hier drin liegen. Das ist echt schick, finde ich. Ja, das hat schon was. Also ist echt professionell schon quasi.
Und das hier, oh, Entschuldigung, bin gegen das Kamerastativ gekommen. Und das hier ist der entsprechende CPU-Trayholder für AMD-CPUs. Und zwar, der kam heute an. Heute ist Freitag, der 2.2.2018. Und der hat auch noch gerade so eben hier in die ESD-Tüte gepasst. Das hier sind 8 AMD-CPUs. Angefangen vom Sockel 939 bis hin zum Sockel AM2+. Ja, hier unten habe ich Athlon 64 CPUs und Sempron CPUs. Einmal hier den Athlon 64 3200 Plus und den Athlon 64 3500 Plus für den Sockel 939. Hier 2 Sempron CPUs für den Sockel AM2, der 1100. Und ja, der ist ziemlich zerkratzt, wie man sieht. Das ist ein 3200er. Und hier oben sind die Mehrkern-CPUs. Auch die Semprons hier, die haben nur einen Kern. Hier ist ein Athlon 64X2 4400 plus. Hier der 4600 plus, genau. Und noch 2 Phenoms für den Sockel AM2+. Ein Phenom 8650, ein Triple-Core-Prozessor. Dort hat AMD eine Quad-Core-CPU genommen und sie um einen Kern beraubt. Bei manchen Mainboards kann man den vierten deaktivierten Kern freischalten. Bei meinem ASRock Alive NF6 PVSDA Mainboard geht das eben leider nicht. Das ist halt nicht so professionell. Und hier ist noch der von dem 9850 Black Edition. Das ist eine Quad-Core-CPU mit offenem Multiplikator. Die kann man also übertanken. Jedoch habe ich nicht mehr als 3 GHz damit geschafft und standardmäßig taktet sie mit 2,5 GHz. Also von daher, ja, die kann man relativ schlecht übertakten. Ja, woran das liegt, weiß ich nicht. Bei Intel-CPUs der heutigen Zeit sieht das schon wieder anders aus, sofern die einen offenen Multi haben, sonst kann man die ja gar nicht übertakten. Meinen Intel Core i7-2600K, den konnte ich locker von 3,4 GHz Basistakt auf 4,9 GHz übertakten. Also mehr als 1 GHz noch oben drauflegen. Und auch 5 GHz wären bestimmt möglich gewesen mit einer guten Wasserkühlung. So, zeige ich euch aber jetzt nochmal, wie ich vorher CPUs aufbewahrt habe, also wie man das auch machen kann. Ja, zum Beispiel ganz klassisch in ESD-Tüte würde gehen, aber gerade auch bei den AMD-CPUs, die haben Pins auf der Unterseite, die können schnell verbiegen. Ist jetzt nicht so gut geeignet. Besser wären diese Verpackungen hier, also sowas hier zum Beispiel. Ne, so eine Plastikschale, wo hier noch so ein Schaumstoff drin liegt. Ja, das ist auch ganz gut. Oder hier solche Tüten mit Schaumstoff drin, also wo man dann die Beinchen der AMD-CPU reinsteckt, das wäre auch möglich. Ja, das sind keine professionellen Verpackungen. Aber bevor man die einfach lose irgendwo hinlegt, kann man doch besser noch eine Tüte drum machen. Und solche Taschen hier oder solche Behälter, sag ich mal. Hier sind auch 2 AMD-CPUs für den Sockel 7 enthalten. Und zwar ein AMD K6-2. Das sind 2 AMD K6-2-CPUs. Eine, die ist für 400 MHz spezifiziert. Die andere ist mit 550 MHz spezifiziert. Aber ich schätze mal, dass man den 400er auch auf 550 MHz übertakten kann. Eventuell mit einer etwas höheren Spannung. Ansonsten geht auch noch sowas hier, denke ich mal. Ja, hier sind auch noch ein paar Sockel 7 CPUs drin und noch etwas ganz Besonderes, und zwar ein uralter Intel 486DX. Der taktet hier mit 33 MHz. Ja. Das sieht man auch nicht mal alle Tage, ne? Ja. Eben.
Und hier ist noch ein Intel Pentium MMX mit 166 MHz für den Sockel 7. Und hier ist noch ein Sockel 7 CPU drin. Und zwar ein IBM Cyrix 6x86P166+. Der taktet aber nicht mit 166, sondern nur mit 133 MHz. Soll aber, das ist hier dieses Rating, einem Intel Pentium 166 MHz entsprechen. Von der Leistung her. Allerdings kann ich mir bei diesem Modell das nicht so ganz vorstellen, weil ich glaube, der hat etwas weniger Level 1 Cache als der Intel Pentium. Jedenfalls wirkt der jetzt nicht so berauschend. Okay, dann möchte ich euch nicht länger aufhalten. Bis dahin. Die beiden CPU-Toy-Holder habe ich bei Electromine gekauft. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung.